Ja, ihr lieben Kinder, sicherlich freut ihr euch auch sehr, wenn die Ferien anfangen. Genauso geht es Kasperle. Da kann er faul rumhängen und einfach mal nichts tun. Heute aber hat er was anderes vor. Hallo Großmutter. Hallo Kasperle. Ich werde heute mal meine Freundin, die Prinzessin, besuchen. Sie ist im Urlaub mit ihren Eltern am Meer gewesen. Danach haben wir uns nicht mehr gesehen. Was sie wohl alles zu erzählen hat? Am Meer ist es bestimmt lustig und spannend gewesen. Nimm dir aber ein Brot mit für unterwegs. Der Weg ist weit. Ja, ich werde auch dort übernachten, wenn es dir recht ist, Großmutter. Ich werde die Prinzessin fragen, ob ich da schlafen kann. Darf ich? Ja, meinetwegen. Aber pass auf, im dunklen Wald, da ist manchmal der Räuber. Okay, liebe Großmutter, das mache ich alles. Ich habe alles dabei und tschüss. Wiedersehen, Kaspar. Mann, ist das schön im Wald, aber auch ganz schön weit der Weg. Oh, ich bin schon ganz schön müde. Ah, da vorne sehe ich ja auch schon das Schloss, wo die Prinzessin wohnt. Prinzessin, bist du zu Hause? Hallo Prinzessin, mach mal auf. Hallo, ist denn niemand zu Hause? Ach Kasperl, du bist's, komm doch herein. Ich komme hoch, Prinzessin. Ach, hier bin ich, Prinzessin. Na, wie geht's? Och, du siehst aber traurig aus. Was hast du denn? Seit wir zurück sind aus dem Urlaub, spukt es hier im Schloss. Hahaha, es spukt? Wer spukt denn hier? Pfui, wer spukt Was? Denn hier? Spucken? Spuken! Kennst du keine Gespenster? Die spuken hier. So ein Quatsch. Weißt du gar nicht, dass es keine Gespenster gibt? Es gibt keine. Doch, nachts geistern hier weiße Gestalten durchs Schloss. Gestern hat mir das Gespenst die Decke weggezogen und aus dem Fenster geworfen. Dann hat es ganz schauerlich gelacht und einen Geistertanz aufgeführt. Am Tag geschehen auch geheimnisvolle Dinge. Das Essen verschwindet vom Tisch und das Licht geht aus. Überall hört man seltsame Geräusche. Ich möchte am liebsten weglaufen, ich hab solche Angst. Da kann aber was nicht stimmen. Das muss ich mir mal wohl genau anschauen. Ich habe sowieso vor, hier zu übernachten. Bist du einverstanden? Dann schaue ich mir dieses komische Gespenst einmal näher an. Sicher bin ich einverstanden. Oh, Kasper, wenn du das Gespenst nicht vertreiben kannst, ziehe ich hier aus. Und meine Eltern sicher auch. Langsam, langsam, langsam. Wozu hast du mich denn? Jetzt bringe ich dich erst einmal auf andere Gedanken. Komm, wir gehen ein bisschen in den Garten spielen. Okay, komm, wir gehen die Fische füttern. Da bin ich ja mal gespannt. Ihr auch, Kinder? Habt ihr schon einmal ein echtes Gespenst gesehen? Ich auch nicht. Aber vielleicht bald. Ach, guck mal, Kasper, die Fische hier, sind die nicht süß? Macht sich der Kaspar fertig zum Schlafen gehen. Er mag so gar nicht an die Gespenster glauben und so geht er beruhigt ins Bett, ohne ein bisschen Angst zu haben. Jetzt bin ich aber müde. Ich glaube, so langsam kann ich schlafen. Vor Gespenstern brauche ich ja keine Angst zu haben. Die Prinzessin hat das bestimmt alles nur geträumt. Naja, wir werden sehen. Gute Nacht. Kasperle ist tief und fest eingeschlafen. Und was passiert um Mitternacht? Hey, wer hat mir da meine Decke weggezogen?
Ist wahrscheinlich runtergefahren. Ich schlaf weiter. Aua, was war das? Aua! Au, mein armer Kopf, was war das bloß? War das das Gespenst? Ach was. Wahrscheinlich habe ich nur geträumt. Ich schlaf weiter. Am nächsten Morgen kommt die Prinzessin und weckt den Kasperle. Kasperl, aufstehen! Hast du das Gespenst gesehen? Los, erzähl doch schon. Ach was? Nein, ich... Oh, mein Kopf! Du hast ja eine dicke Beule am Kopf. Was ist denn passiert? Beule? Ach ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Ich hab das Gespenst doch gesehen. Ich muss dir glauben. Na siehst du, ich hab nicht geträumt. Das Gespenst gibt es wirklich. Was sollen wir jetzt tun? Lass mich mal überlegen. Wenn ich mir es recht überlege, sah das Gespenst gar nicht so schrecklich aus. Ich hab mich bloß so erschrocken, weil ich geschlafen habe. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, das könnte sein. Momentchen, ich bin gleich wieder da. Was er wohl vorhat? Hilfe, das Gespenst, Kasper, wo bist du denn? Kuckuck, siehst du, so schnell verwandelt man sich in ein Gespenst. Oh je, Kasper, hast du mich erschreckt? Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Ja, aber verstehst du nicht? Jeder kann ein Gespenst sein. Man braucht nur ein weißes Betttuch über den Kopf zu ziehen und schwupps, ist man ein Gespenst. Dann heult und trappelt man ein bisschen so, und schon hat jeder Angst. Ach, so einfach ist das. Ja, so einfach ist das. Jetzt müssen wir bloß noch herausfinden, wer dieses Gespenst spielt und warum. Bestimmt kommt das Gespenst heute wieder. Ah, das ist doch gut. Und wenn das Gespenst kommt, dann schwupps, ziehe ich eben das Betttuch weg. Und dann werden wir sehen, wer es ist. Und du musst ganz schnell die Tür abschließen, dann ist das Gespenst gefangen. Au ja, das machen wir. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Kasper, kommst du mit in die Stadt Eis essen? Bis heute Abend ist ja noch so viel Zeit. Als Kasperle in dieser Nacht in seinem Bett liegt, bleibt er wach und ist nicht eingeschlafen. Er lauert um 12 Uhr, ob das Gespenst wohl wiederkommt. Diesmal will er sich das Gespenst schnappen und ihm das Tuch vom Kopf reißen. Und die Prinzessin soll die Tür abschließen, damit es nicht entfliehen kann. Er schnarcht zwar furchtbar laut, aber das ist nicht echt. Er tut nur so, als ob er schläft. Hab dich gefangen! Lass mich los! Lass mich sofort los! Lass mich los! Ja, Donnerlütchen, das ist ja der Räuber Langfinger. Das ist also unser Gespenst. Welche Überraschung! Nanu, die Tür ist ja zu! Donnerwetter! So ein Pech! Blitz nochmal! Bald hätte ich's geschafft, so ein Mist! schimpf du nur! Es nützt dir alles nichts! Aber erzähl doch mal, was hättest du denn bald geschafft? Naja, die Prinzessin und ihre Eltern aus dem Schloss vertreiben. Meine Räuberhöhle hat mir nicht mehr gefallen. Da dachte ich, ich möchte ein Schloss haben. Genau wie die Prinzessin, naja. Und so ein Schloss kann man halt schlecht stehlen. So, du wolltest also alle aus dem Schloss jagen. Und da hast du einfach Gespenst gespielt.
Oh, ich hab halt gedacht, dann haben alle Angst vor mir und die ziehen dann bestimmt aus. Haha, und ich hab dann das Schloss für mich alleine. Und fast hätte es ja auch geklappt, wenn du blöder Kasper nicht gekommen wärst. Was für ein Glück, dass du zur rechten Zeit gekommen bist, Kasperl. Sonst wären wir wirklich ausgezogen. Naja, es ist ja nochmal alles gut gegangen. Bloß, was machen wir jetzt mit dem Räuber? Prinzessin, meinst du nicht, dass der eine Strafe verdient hätte? Ich weiß was, unsere Putzfrau ist gerade krank. Er könnte doch unser Schloss sauber machen. Oh nein, bitte nicht. Das ist keine Arbeit für mich, für einen Räuber. Das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Und der Kasperl wird darauf aufpassen, dass alles sauber ist. Außerdem kannst du auch im Garten Unkraut zupfen. Ich hoffe, dann lässt du uns in Ruhe. Oh weh, ich armer Räuber, oh weh. Ja, dann wird alles schön sauber und die Prinzessin kann wieder in Ruhe schlafen. Vielen Dank, Kasperl. Weißt du was? Ich habe meinem Vater alles erzählt. Der möchte für dich ein großes Fest geben. Und du darfst einladen, wen du willst. Oh, fein, das ist wunderbar. Da werde ich alle meine Freunde einladen. Natürlich die Großmutter und den Seppel und die Gretel und den Klaus und die Liesel und den, ach, alle möglichen. Jetzt muss ich aber bald nach Hause. Die Großmutter wartet schon. Tschüss, Prinzessin. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Abenteuer. Auf Wiedersehen.